geht's. Ich nehme mal den Medic. Mal gucken, ob du jetzt gleich in meinem Team bist. Na, schön, ne? Hieronimo. Also ich finde den Game Mode mit dem Bomblink eigentlich ganz cool gemacht. Schon Spaß. So, Sprengkommando, ne? Ich bin ja noch fasziniert von dem Ladebildschirm. Weil der halt bei dir relativ lang ist. Ach, du bist im gegnerischen Team. Auch nicht schlecht. Schön, dass du das schon siehst. Aber so in der Ladebildschirm, wenn ich so ganz außen am Rand vor meinem Bildschirm gucke, ist der nicht so toll geworden. Und an dem werden sie wahrscheinlich nichts mehr machen. Ja. Und jetzt erstmal die Bombe. Versuch mein Glück. Ich glaube nicht, dass das passiert. Ich bin ganz falsch im Springer. Und ich sehe den Tank und meine AK sehe ich gegen Panzer ziemlich alt aus. Also der. Oh, oh, oh. Rexer hat mich auch schon im Auge. Wow. Das ist scheiße. Ja, das ist wahr. Warum habe ich jetzt am Start? Nur ins gegnerische Lager kommen. Oh, 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 oh. Tja, so viel dazu. Oh, drei Säcke. Drei Typen direkt am Haus, die auf mich losgeballert haben. Arschkriegen. Ist das eigentlich eine riesige Map, auf der das hier spielt? Oder warum lädt das so lange? Ist relativ groß, ne, würde ich sagen. Riesig. Nee, nicht unbedingt. Ah, womit würdest du sie in Battlefield 3 vergleichen? Schwierig. Weiß nicht, vielleicht Strike Tarkat. Ja, bin ich mir da aber nicht. Also, ich bin jetzt drin. Das Haus steht scheinbar noch. Ich bin auf jeden Fall da. Fuck. Einer direkt an der Bombe gewartet, der Drecksack. Du bist ja eben gegnerischen Team, ist ja dann eh interessant. Oh, schön, da hat einer einen mit Raketen davon mitgenommen. Ich finde die Ego das schon so abstempelt, dass ich nur weil ich jetzt hier bei den Amis bin, dass das uninteressant ist. Die Information, die ich dir jetzt gegeben habe, ja. Du bei den Chinesen? Du bist der Feind. Muss man immer mal so sehen. Du Kommunist, du? Mhm. Ach. Ich finde die Ego-Sicht eigentlich ganz cool, wenn man die Karte aufmacht. Und wenn man dann spawnt ist und dann halt sieht, wo der Typ, bei dem man spawnen will, gerade rumrennt. Oder was da gerade abgeht. Schon ganz cool. Es spart einem unter anderem, finde ich, auch ein bisschen Frust, wenn man sieht, der ist gerade voll in Action, dann braucht man da gar nicht spawnen. Oh, 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 oh. Diese Heckenbanner auf den Dächern. Dreck. Ich möchte jetzt mal gleich sehen, wenn die das Haus mal so einstürzt. Ja. Aber ey, das sieht ja. Ich spiele jetzt hier auf Low, das sieht doch schon recht nice aus. Hab ich ja gesagt. Sieht Call of Duty besser aus als ob, ey. Dreck, du Sau. Du kannst sie ja gleich mal machen. Ja, bin mal gespannt. Ja, komm schon, geh drauf. Erwischt. Painkiller, bam. Warum müssen die denn alle auf dem Dach stehen? Was soll der Scheiß? Sie können Leute mehr, die vernünftig spielen können. Nicht auf dem Dach spawnen. Ah, fuck. Wieder Exituell, der mich gekillt hat. Scheiße. So, ja. Ich spawn und fall runter, obwohl ich beim Teammate spawne. Hm. Ja. So, Tastenbelegung müsste ich ja noch ändern, aber ich glaube, ich lohnt nicht. Nein, nicht unbedingt. So toll ist das Spiel nicht. Das Spiel ist super. Scheiße. Das war direkt der Bombentyp.
planted the bomb. Man, also ist direkt schon wieder irgendein Sniper-Zug wieder rum. Boah, ich freue mich schon, dich gleich zu töten. Ja, oh fuck! Auch wenn er so riesig ist und ich dich nie finden werde, aber. Vorhin 3 Kills, einer davon warst du. Es muss möglich sein. Ja. Komm mal, zack. Jetzt kommen meine Ober-Noob-Sniper-Skills hier. Pack ich jetzt erstmal aus. Jo, um die Ecke und dann schießt du auf mich. Ey, das ist doch wieder. Einen hab ich erwischt. Ja, verdammt, jetzt haben sie mich gesehen. Was sind das eigentlich hier für Vierecke? Das sind die Ziele für die Bomben. Wenn du die meinst, die blauen. Ja. Ich meinte eigentlich die roten, aber. Das sind deine Punkte dafür. Wo wir die Bomben legen können. Oder müssen, sagen wir mal so. Kann man hier auch den Field of View ändern? Den was? Den Field of View, FOV. Ja, ja, klar. Ja. Müsste ich mal machen. Was hab ich denn eigentlich? Ja, und wo? Unter Option und Gameplay, glaube ich, war das. Nee, Video. Field of View, links an der Seite. Ah. Boah, auf 120 geht der. So. Okay, das hat sich jetzt nicht so wirklich verändert. Nee, tut auch nicht. Also zwischen 75 und 100 merke ich auch immer für keinen Unterschied. Zum Call of Duty geht er ja ordentlich ab, wenn du noch von 60 auf 90 legst. Yes, nein, mit. Ah. Das warst du. Ja. Ich hab dich gerade gekillt mit der Granate. Ja. Froh. Boah, fand ich schon, sah witzig aus. Ich fehlt doch schon wieder zurück. Der war bei 70, glaube ich. Och, ich sollte nicht mehr bei diesen Teammates spawnen. Die sind immer auf dem Dach. Scheiße, wer schießt auf mich da? Was gebe ich jetzt für eine Sniper her? Ja, bring mich doch um, ne? Okay, irgendein scheiß Sniper. Um mich zu holen. Ich hol mir jetzt auch einen Sniper. Die Map ist perfekt zum Snipen. Hat die nicht irgendwie gesagt, dass man hier 5 verschiedene Klassen hat? Nein. Nur 4. Dreck, ey. Das sieht muss man hier aus. Auch wieder alles berücksichtigen hier mit Entfernung und allem drum und dran für die Kugeln. Na, ist ja kein Call of Duty. Ja. Leider. Er schießt so 5 Meter neben und triffst. Okay, hier musst du auch 5 Meter daneben schießen, aber auch jetzt hilft er 5 Meter daneben. Ja, jetzt wird er noch gemessert, ey, das ist doch wieder. Nein, der Dreck kriegt die Bombe. Ja, mach weiter so, komm, das machst du gut, sehr gut, weiter so. Gewinn, Nattchen.
gehe dich jetzt suchen. Verdammt. Oh Mann, das war's, Mann. Scheiße. Da haben wir doch gewonnen. Und mein Team hat verloren. So eine Schande. Ja, zu Recht. Mal gucken, wie meine Stats waren. Ich glaube, die waren nicht ganz so gut. Oh, ich habe sogar einen Ribbon gesammelt. Wow. 7-10, nein, die waren nicht gut. Egal. Tür mal meine an. Ich bin ganz, ganz oben. 06, ja, du bist der Held. Scheiße.